Falschen Grundstück, Frischling. Das gehört T-Bag. Wem? Ich würde nicht so respektlos von ihm reden. Der Mann hat ein halbes Dutzend Jungs und Mädchen gekidnappt, hat sie vergewaltigt und umgebracht, wenn auch nicht immer in dieser Reihenfolge. Hat T-Bag auch einen richtigen Namen? Das ist mein richtiger Name. Nein, 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 bitte. Setz dich. Also, du bist der Neue, von dem ich diese ganzen Lobeshymnen höre, ja? Schofield. Auf jeden Fall bist du genauso hübsch, wie mir gesagt wurde. Sogar noch hübscher. Die Nigger machen dir Angst, was? Wieso? Nur deshalb bist du doch hier bei uns. Nach ein paar Tagen wird hier jedem gottesfürchtigen Weißen klar, dass unser Strafvollzug eine starke Tendenz hin zum afroamerikanischen Glauben hat. Wenn du das sagst. Weil die in der Überzahl sind, denken die, die können tun, was sie wollen. Aber wir haben einen mächtigen Verbündeten. Die Überraschung. Aber wir werden den schon sehr bald mächtig einheizen. Das wird hässlich für einen Frischling wie dich, aber wir beschützen dich. Ich beschütze dich. Du brauchst einfach nur diese Tasche hier zu greifen und du wirst ein herrlich sorgenfreies Leben haben. Ich gehe und du gehst mit mir. Wenn du in meiner Nähe bleibst, wird dir niemand etwas tun. Offenbar hast du ja schon eine Freundin. Ja, aber ich habe hier drüben noch eine zweite Tasche. Ich passe. Wenn ich dich nicht beschütze, dann fressen dich die Nigger auf wie ein Teller voll schwarzer Bohneneintopf. Ich sag dir nein. Dann verschwindest du hier besser. Sofort. Und wenn du nochmal zu dieser Tribüne kommst, dann werden wir nicht bloß Worte austauschen. Hast du kapiert?